ich hier doch mal ein bisschen was weg. Und heute scheint Kampfgaleere. Dann alles weg. Marsport, wie gesagt, eh nicht. Und wenn, kriege ich es wahrscheinlich eh 30.000 Mal nochmal. Das ist alles nur, damit ich hier diese Wertmarken kriege. So. Jetzt wieder zum Ostwald. Wie ist das ein Hin und Her? Aber gut, geht nun mal nicht anders. Ich hab mir ja nichts anderes übrig. Nein. Jetzt eins dieser Sylphendinger. Okay, das sind aber diesmal angenehme Quests. Gut, das eine dadurch, dass wir schon haben. Egal. Das wäre. Ah, nee. Doch, das wäre auch gerade. Gut, aber ich hab's ja. Wenn ich zum nächsten Mal brauche, dann halt mal gucken. Da ist auch noch was. Huch. Natürlich, und das andere ist oben auf dem Dach. Ja? Ja, da. So, wunderbar. Zwei von drei. Und für das andere nehme ich einmal bitte mein Tank. Sonst bin ich gleich Macho. Wäre nicht so super. Oh, neue Rüstung. Ich will Leuchtewaffe. Oh, ich will nur diesmal echt versuchen, mir nicht so viel vom Marktplatz zu kaufen. Ich will das alles eigentlich selbst irgendwie mir herstellen. Dauert nur 30 Jahre. Kurz Objekte 2. Was anderes irgendwo da hinten. Mhm.
Oh Mist. Egal. Okay, ich muss kurz warten. Ich kann gerade nicht. Hallo? Komm schon, komm schon, komm schon, geh! Geh, Zeit! Zeit, ab, weg! Danke. Oh Gott. Wieso immer, wenn es unpassend ist? Die letzten paar Minuten hättest du noch warten können. Mann, 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 Mann. Schrecklich. Ich will doch nur die 44. Oder die 45, aber... Ich habe auf jeden Fall so eine neue Fähigkeit.
26. Also die Boni sind echt krass. Ja. Der Bonus ist einfach. Nee, fehlen mir die Worte für. Ich befürchte wirklich, ich habe alles auf 90, bevor die Endwalker erreiche. Zumindest vieles. Vieles, nicht alles. Die letzten Level werden dann ja ewig lange dauern. Beziehungsweise ich glaube sogar höher. Achtundzwanzig sogar. Achtundzwanzig, ey. Also hatte ich ja eben gerade schon geguckt. Ich will auch Leuchtewaffen. Aber ich will Leuchtewaffen selbst irgendwie kriegen und nicht. Huch. Und nicht kaufen. Mir ist das Geld dafür zu schade.
Würde ich wissen. 30, okay. Habe 5 Level hier drin gemacht. 5 Level hier drin. Mhm. Okay. Und 14 brauche ich noch. So, müssen wir mal kurz wieder zurück. Den Level nur noch. Frag mich nur, wann ich die ganze Klassenquest machen soll. Geh einfach ohne Klassenquest gemacht haben zu. Dingens. War gerade dumm, was ich gemacht habe. Da lag. So. Mhm. In der Castro. Ist bestimmt sehr intelligent. Wenn es nicht noch so viel wäre, würde ich heute halt gerne Story machen. Das schaffe ich nicht. Ah, Mist. Ah, Mist, da vorne wäre es gewesen. Ich hab das Ding übersehen. Okay. Das war jetzt sehr doof. Hey, lass ich einfach nochmal. Schön wäre es, ne? Ja. Das war jetzt selten dämlich. Lasst mich. So, jetzt aber. Konzentration. Na? Welche Indie würde denn jetzt kommen? Ich glaube, Pauke würde als nächstes kommen, ne? Ich bin ja gerade auf dem Dingens. Ja, Brühlbox ist jetzt ab 32. Hm. Ist Klassenquest oder erst Inni? Hmm.
Könnte da jetzt einfach rüberfliegen. Weiß es halt nicht, ne? Weil gut, Hauke könnte ich ja sowieso noch machen, ohne zu sein. Ja, lass mich in Ruhe. Muss erstmal abgeben. Denn dann schaue ich mal. Kitty, wie lange möchtest du denn noch machen? Jetzt mal so gefragt. Wee. Muss da hoch. So. Ja, auch keine Ahnung, was heute los ist, aber ich bin schon wieder müde. Oh. Sonst kannst du auch schlafen gehen. Ich hab da was vergessen. Da hinten. Aber gut, bei dem Wetter ist es auch nicht verwunderlich. Muss man ja mal sagen. Bei dem Wetter erstaunt es mich nicht. Oh. Ja, 10, ja. Ich würde mich dann diesmal nach dir richten. Wenn du noch eine machen möchtest, kannst. Das ist eine gute Idee, ins Gemütliche wird einrollen. Ja. Schlaf ist sowieso gut. Ich meine, ich bin jetzt schon auf 30. Das passt. Das passt. Da kann ich auch nur eine Ruheklasse-Quest machen. Beziehungsweise, ich glaube, wir nehmen bei trotzdem nur Innis. Ich bin mal schlafen, wenn nicht so viel Zeit vergehen würde. Na, no. Weil das ist leider so. Wobei, teilweise ist das ja auch gut. Dann sind doofe Tage immer recht schnell um. Muss man noch mal so sehen. Ich habe 60 zusammen. 60. Okay. Gut. Also, Kitty, ab ins Bettchen. Man kann liegen, sein. Dann fahrt um am nächsten Tag erst zur Stelle kommt. Was ich oft. hier. War es so? Dann. So, ich muss ja erst einmal die eine einziehen, die machen noch. Ne? Liebe Schatzschützenfoto, das ist schon geil. Glaube ich dir gerne. Glaube ich dir gerne. So langsam wird es aber doch ein bisschen frisch hier. Die Heizung tatsächlich mal ein bisschen hochdrehen. Es wird kalt. dann hören wir uns das später Mittwochabend. Bleiben wir beim Lurk. Alles klar, Kitty. Huch. Dann schlaf schön. Drehtennetz, Fischergilde. So. Wie geben?
Was hatten wir? Alles klar. Dann verstecken wir uns mal. Bloß niemand anrempeln. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Bruder, was hast du hier zu suchen? Ich habe meinen Jungs doch gesagt, sie sollen den Steg frei halten. 5, 6, 7, eine fehlt. Meine Kiste mit Musketen, sie ist weg. Hi. Diebin, haltet sie auf, ihr nutzlosen V-Pilze. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Jetzt wieder verstecken. Und tschüss. Ich gehe da mal. Kann noch ein paar Stunden dauern. Tatsächlich. Ich meine, wir sind gerade nicht die schnellsten. Also kommen wir dann zumindest heute noch auf die Ninja. Ich frage mich, wie man sich für gewöhnlich hier dran vorbeischleichen würde. Geht gar nicht. Mein, eigentlich planieren wir nur, wir sind halt nur versteckt. Der müsste sich eigentlich zu Tode erschrecken. Einmal kurz aufstehen. Ich habe das Gefühl, dieser Stuhl bricht irgendwann auseinander. Macht ganz komische Geräusche, wenn ich so mich so zurücklehne. Na gut, der Stuhl ist aber auch schon 6 Jahre, 7 Jahre alt. Also, ja. Yeah. Er hat so seine Jährchen auf dem Buckel. Vor allem eine Schraube fehlt ja auch. Die muss ich echt langsam mal wieder anbringen. Sonst fällt mir zumindest die eine Seitenlehne weg. Ich glaube, wir überziehen F40. Das war knapp, oder Mädel? Nachdem du die gelbe Jacke erreicht hattest, hat der Händler seinen Scherenjäger zurückgerufen. Immerhin ist er schlau genug, um zu wissen, wann es besser ist, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Lass uns reingehen und Jack die guten Nachrichten überbringen. So.
Kann ich ja mal ausmachen. Umsparen. Ich habe Kampfgeräusche gehört und nun weiß ich, was hier auch woher diese kamen. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, den Job lautlos zu erledigen. So viele Söldner waren da, aber die Gelbjacken haben ihre Ware wieder. Also Ende gut, alles gut, oder? Du bist auf dem besten Weg, eine erstklassige Schurkin zu werden, Aldaria. Der Job ist vielleicht nicht ganz nach Plan verlaufen, aber du verstehst nun, wie wichtig es ist, im Verborgenen zu operieren, nicht wahr? Das Herumschleichen mag dir langsam erscheinen, aber langfristig erspart es dir viel Zeit und jede Menge Verletzungen. Ach ja, wo wir gerade von unerwarteten Entwicklungen sprechen. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Vekiri. Ich habe die ganze Gilde auf den Kopf gestellt, aber anscheinend hat irgendein gewissenloser Typ sich dein Sandwich einverleibt. Es war nur noch Krümel davon übrig. Nein, mein Sandwich! Es war doch ein Bismarck-Spezial! Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf diese Mahlzeit gefreut habe? Mir hängt der Magen schon in den Kniekehlen. Das ist eine Tragödie von höchstem Ausmaß, meine Liebe. Du weißt ja, dass ich es nicht ertragen kann, Schurken in Notleiden zu sehen. Daher habe ich Leichtfuß mit einem Spezialauftrag versehen. Er sollte eigentlich jeden Augenblick zurück sein. Mit einem frisch gemachten Bismarck-Spezial-Sandwich. Das hast du für mich getan? Du verkackeierst mich nicht, oder, Jack? Darüber macht man keine Witze. Es liegt in der Verantwortung eines Gildenmeisters dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder wohl auf und in der Lage sind, ihren Job nachzugehen. Aber Jack, da bist du ja. Ich habe das Sandwich, das du bestellt hast. Und die Köchin hat mir ganz schön die Leviten gelesen. Als ich sagte, wir hätten es eilig. Vielleicht solltest du dir beim nächsten Mal genau überlegen, bevor du das Sandwich einer Kollegin schnappst. Oh, verdammt. Jack, hast du etwa mein Sandwich gegessen? Nun, Mädel, wir sollten keine vorherigen Schlüsse ziehen. Hier ist ein frisches neues Sandwich für dich. Nicht so ungut, oder? Du hast etwas gestohlen, was mir gehört, Jack. Und ich kann den Kodex nicht einfach ignorieren. Ja, der Kodex. Den Kodex dürfen wir nicht ignorieren. Du machst Witze, oder, Mädel? Mädel? Also, die Questreihe ist schon witzig. So schnell habe ich noch nie jemanden an einem Seilbaum gesehen. Wie ist sie da hochgekommen? Eine Strafe, die dem Vergehen gerecht wird. Sieh gut hin, Aldaria. Der Kodex existiert, um den Frieden in Limsa zu bewahren, um ein Blutvergießen in den Gassen zu verhindern. Die Stadt ist mein Zuhause und meine Dolche werden das mit jedem aufnehmen, der diesen Frieden bedroht. Eine wichtige Lektion. Lass uns reingehen, oder? Dein Sandwich wird kalt. Hey, ihr wollt mich etwa die ganze Nacht hier hängen lassen? Immerhin habe ich einen schönen Ausblick auf den Hafen. Verdammt, sind diese Seile eng. Wer hat ihn da eigentlich wieder runtergeholt? Und nun stehen wir ausgerechnet in der Schuld dieser Schurken. Völlig unangemessen. Ich würde den Typen mir lieber in einer Zelle neben diesen verdammten Piraten sehen. Ist das gerade der erste Maschinist, den man sieht? Mit der Knarre? Also neben Melville natürlich. Autsch, diese Seile hinterlassen ganz schön schmerzhafte Striemen. Ich konnte mich zwar selber wieder befreien, aber das ist das letzte Mal, dass ich meinen Magen das Denken überlassen habe. Bedenke folgendes. Wekiba hat mich schon wegen eines Eiersandwiches aufgehängt. Bei gröberen Verstößen gegen den Kodex kann es einen deutlich schlimmer erwischen. Widme dich wieder deinem Training, Mädel, und schon bald wirst du selber Gerechtigkeit üben. Da brauche ich nichts von. Egal. Ah, Aldaria, du kommst genau richtig. Es gibt anscheinend Ärger. Der Kunde ist auf dem Weg, also rühr dich nicht von der Stelle und spitz die Ohren. Ich werde Leichtfuß und die Streunerin ebenfalls mit der Sache beauftragen. Jack, der Kunde ist eingetroffen.
Der Gast ist vom Marschstromkommando und überbringt vertrauliche Befehle direkt vom Admiral. Es wird also sicher kein leichter Job werden. Ich fürchte, euer Gildenmeister hat recht. Vor ein paar Tagen strauchelte ein ausgemergelter Mann auf der Suche nach Hilfe in eines unserer Lager. Nachdem wir den armen Kerl befragt hatten, fanden wir heraus, dass er nur knapp einem Leben als Sklave entgangen ist. Er behauptete, dass Piraten ein Dorf überfallen und ihn, wie auch viele andere, entführt hätten. Die Leute sollten wohl anschließend auf dem Schwarzmarkt freigeboten werden. Wir haben einen Spähtrupp losgeschickt, um die Geschichte zu überprüfen und fanden, dass das Dorf komplett zerstört war. War lediglich eine mickrige Siedlung, die nicht einmal ein Waschhaus hatte. Daher wussten wir bisher auch nichts von ihrem traurigen Schicksal. Man könnte meinen, diese Piraten hätten noch nie etwas von dem Kodex gehört. Brave Bürger ausrauben und in die Sklaverei schicken. Die haben sich eine ordentliche Abreibung verdient. Glaub, der Kodex verliert zwar nicht allzu viele Worte darüber, wenn es gegen jene geht, die sich an den Schwachen vergehen, gibt es keine Gnade. Immerhin waren die ersten Piraten hier Typen, die selbst vor der Unterdrückung in den nördlichen Meeren geflohen sind. Seine eigene Geschichte verdrängt, riskiert das zu werden, was er am meisten gehasst hat. Also, habt ihr Informationen über die gesuchten Halunken? Die haben wir. Zur Beschreibung eines geflohenen Dorfbewohners konnten wir schließen, dass die Gesetzesbrecher Mitglieder der Schädelbande sind. Eine Piratenmannschaft, die eine offizielle Freibeuterlizenz besitzt. Jedoch sieht es so aus, als würden sie die Freibeuterei lediglich als Fassade nutzen, mit der sie ihren unerlaubten Aktivitäten nachgehen. Kaum vorzustellen, wie viele andere Bewohner Limsas diesen gefährlichen Sklavenhändler bereits zum Opfer gefallen sind. Und wir haben das direkt vor unserer Nase zugelassen. Der Admiral wünscht, dass diese Schmach unverzüglich aus der Welt geschafft wird. Aber schon allein das Aufspüren dieser armen Seelen, die in die Sklaverei verkauft wurden, übersteigt unsere persönlichen Kapazitäten. Zudem könnten wir zwar noch mehr Soldaten auf das Problem ansetzen, dabei riskieren wir zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und womöglich eine Panik zu verursachen. Daher möchten wir die Schurkengilde um Hilfe ersuchen. Wir bitten darum, dass ihr die Schädelbande ausschaltet und die Dorfbewohner aus der Gefangenschaft befreit. Das ist alles möglichst diskret, wenn es geht. Ist so gut wie erledigt. Wenn diese miesen Typen erst unsere Klingen im Rücken spüren, wird ihnen nur ein kurzer Moment zur Reue bleiben, ehe wir die Einhaltung des Kodex durchsetzen. Alles klar, an die Arbeit. Ich werde mich diese Sache selbst annehmen. So. Leichtfuß, McCabe, ihr zwei solltet die Untersuchung des Marschstroms unterstützen und herausfinden, was aus den Leuten geworden ist, die bereits in die Sklaverei verkauft wurden. Daher, du kommst mit mir. Ich denke, du bist bereit für den nächsten Schritt deiner Ausbildung. Sollen wir uns dann um diese elenden Sklavenhändler kümmern? Unser Kunde hat bereits berichtet, dass die Todeskugel vor ein paar Glocken im Bierhafen ausgelaufen ist. Womöglich plündern sie auch tatsächlich das ein oder andere Schiff der Galea, aber das ist nur Fassade, die sie zur Täuschung der Soldaten des Admirals aufrechterhalten. Ich hatte bereits vermutet, dass der Rest der Mannschaft auf Landgang ist, um weitere Opfer für ihren Sklavenhandel aufzutreiben. Und wie zur Bestätigung meiner Theorie wurden einer dieser verdammten Schädelpiraten gesichtet, als er im unteren Lanossier herumschlich. Es gibt einen netten Kerl namens Svarsind, drüben bei den Morabi-Trockendocks, der dir vermutlich mehr darüber erzählen kann. Er ist eigentlich ein Schiffsbauer, aber er hält die Augen für unsere Gilde offen. Schau mal bei ihm vorbei und unterhalte dich mit ihm. Ich werde später zu euch stoßen. Gut. Derzeit melde ich mich schon einmal an. Gehe noch einmal auf den Markt. Bazaar. Was auch immer. Dann kann ich die Gehilfe noch mal losschicken. Ja, da habe ich ja noch nie groß weitergemacht. Stimmt ja.
Ja, gut, da komme ich allgemein nicht weiter. Da muss ich den Fischer für weiter leveln. Perlmuschel. Hallo. Ich muss mehr fischen. Eindeutig. Einunddreißig. Wird er aber auch nicht hören, ne? 40. Sie wirklich höher? Naja, 26. Unternehmung beauftragen. Was gibt's denn bei Beutezug? Basilisken-Puddingfleisch. Dorsäge, Sena. Nächste, please. Puckei. Huch, nein. Erkundung. Jo. Bei dir? 5. Einunddreißig. Ist 30. 31. 30. 36. 25. 25. Okay. Das ist nicht so viel. Nehmung beauftragen. So, da brauchte ich nämlich noch nicht nachgucken, das hatte ich vorhin erst. Dann erstickte Schreie, Morabi Trockendocks. Okay. Da vorne ist er, sehr schön. Hey, ich weiß, wer du bist. Was kann der alte Swas denn für dich tun? So einiges, ne? Du jagst einen Sklavenhändler von der Schädelbande? Nun, das erklärt so einiges. Ich habe immer ein Auge auf das Treiben an den Trockendocks, musst du wissen. In der Ferne habe ich ein seltsames Trio erblickt. Dieser Grobian, einer der Piraten, nehme ich an. Schubste einen anderen Kerl und dieses arme, dürre Mädchen vor sich her. Ich habe schon geprügelte Köter gesehen, die weniger erbärmlich als diese beiden aussahen. Zuletzt waren sie auf dem Weg nach Süden. Wenn an deinen Berichten über ihren Sklavenhandel etwas dran ist, dann führt dieser Schädelpirat sie nicht den ganzen Weg bis zum Markt. Nein, vermutlich wartet irgendwo ein Schiff auf sie. Wenn ich ein Sklavenhändler auf dem Weg nach Süden wäre, würde ich mein Schiff irgendwo am Salzstrand verstecken. Da bleibt dir nicht viel Zeit. Du meintest, Stärke ist auf dem Weg, oder? Gehst am besten schon mal vor und ich schicke ihn dir dann hinterher, sobald er hier eintrifft. Okay.
Wie gesagt, von der Story her finde ich die Klassenquest bisher gar nicht so schlecht. Wollen wir mal sehen, wie sie sich noch entwickelt. Ich könnte bisher auch nicht sagen, welche am besten ist. Ich glaube, die vom Dragoon bisher. Am schlimmsten finde ich tatsächlich die vom Mönch und dann vom Hermetiker. Der vorne ist es. Dem alten Swass und ist Verlass wie? Nun, wie ist die Lage? Ein richtig sympathischer Typ. Bewegt euch, habe ich gesagt. Meine Oma ist mit ihrem Holzbein schneller als ihr erbärmlichen Säcke. Oder braucht ihr einfach noch eine Tracht Prügel? Habt ihr bereits vergessen, was passiert, wenn mit der wenn mir der Geduldsfaden reißt? Ach komm. Ernsthaft? Es tut mir leid, bitte keine Prügel mehr. Okay.